Yawm al-Qiyamah wird Allah dich fragen, wenn du vor ihm stehst, was hast du mit deiner Jugend gemacht? Shabab, was hast du mit deiner Jugend gemacht, Abdi? Hast du sie in Diskotheken verbracht, die Zeit? Mit Frauen beschäftigt? Hast Alkohol getrunken? Du hast gefeiert? Was hat dir diese Feier jetzt genutzt? Deswegen wundert mich manchmal, besonders die Muslimin, natürlich die anderen, viele Menschen wissen leider nicht, die das Wissen haben, dass diese Zeit, die er hat, sehr, sehr wertvoll ist. Dass wenn die Zeit vergeht, wird nicht mehr zurückkommen, diese Zeit. Die Zeit wird nicht mehr zurückkommen. Und trotzdem, der wird danach gefragt, Yawm al-Qiyamah. Und vergeht, er weiß, dass er, wenn er im Park ist oder nicht betet und mit Musik beschäftigt ist, mit Partys beschäftigt ist und vergisst Allah und vernachlässigt Allahs Befehle, subhanahu wa ta'ala. Mich wundert das, wie kann man sich darüber freuen? Du freust dich über die Zeit, die dich ins Höllenfeuer bringt. Das tut mir leid. Das ist für mich nicht normal. Ich freue mich über die Zeit, die ich in Moschee verbracht habe. Ich freue mich die Zeit oder vielleicht diese Minute in meinem Leben, an der ich gesessen habe im Moschee ganz allein und geweint habe vor Allah subhanahu wa ta'ala. Ich freue mich über diese Stunde oder diesen Augenblick, an der ich alleine gesessen habe irgendwo und an Allah gedacht habe und geweint habe. Darüber freut man sich. Ich freue mich über diese Spende, die ich gespendet habe, hat keiner gesehen. Ich freue mich über Nachtsgebete, die ich gebetet habe und keiner gesehen hat. Ich freue mich über diesen Ratschlag, den ich jemandem gegeben habe und keiner mich gesehen hat. Ich freue mich über meine Jugend, wenn ich sie ausgenutzt habe für Allah subhanahu wa ta'ala. Weil Allah mir versprochen hat, wenn ich groß werde im Dienst von Allah subhanahu wa ta'ala. Ich bete ihn an, als ich jung bin, obwohl ich alles Mögliche machen kann. Obwohl ich Frauen haben kann, obwohl ich Partys machen kann. Obwohl ich begehrt bin von allen Leuten draußen, wenn ich in Jahiliya war. Und trotzdem wegen Allah sage ich nein. Ich bevorzuge Allahs Gesetz. Ich bevorzuge lieber diese Stunde im Moschee als diese Party, A'udhu Billah. Alkohol und dann Schlägereien und A'udhu Anmacherei und Ende. Und jeder geht nach Hause, ist traurig, die Freundin hat den verlassen, der hat die verlassen. Und das Fremdgehen, was das für Chaos ist, das A'udhu Billah. Kopfschmerzen. Darüber freue ich mich nicht. Ich freue mich über diese Momente. Ich freue mich über diese Stunde oder zwei Stunden, die ich mit meinem Nafs gekämpft habe, indem ich sitze und höre diese Worte. Weil ich weiß, der Nafs sagt, komm, lass uns gehen, wann hört er auf? Ist schwer für diese Seele, aber diese Seele, Bruder, ist dein Feind Nummer eins. Sie will dich ins Höllenfeuer bringen, A'udhu Billah, sie ist ungehorsam. Weil diese Seele gebietet das Schlechte und verbietet das Gute in dir. Du musst sie lehren, dir zu gehorchen, nicht, dass du ihr gehorchst.